Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Zobby. Heute rauchen wir mal wieder Shisha. Wir haben heute den, mein Lieblingstabak, den Nordlights Tabak von Blue Horse. Ich gehe mal etwas zur Kamera und versuche ihn zu zeigen. Das ist der Nordlights. Den Schnitt werde ich auch mal versuchen zu demonstrieren. Kohlen sind jetzt schon angeraucht. Den Schnitt kann man leider nicht richtig erkennen. Ich halte es mal etwas schräg. Jetzt sieht man es so ein bisschen. Relativ guter Schnitt auf jeden Fall. Wir haben wieder drei Naturkohlen von KF 1001 drauf. Dieses Mal sind sie uns nicht zerbrochen, also schon mal gut. Wir rauchen wieder auf dem Mehrlochkopf von Samaya und dieses Mal habe ich keine normale Standardlochung. Ich werde es jetzt wahrscheinlich einblenden in dem Video, weil ich habe das vorher abfotografiert, damit es einfach nicht so lang dauert. Und ja, wir haben eine Atomlochung gemacht. Also so wie das Atomzeichen aussieht, so habe ich die Löcher in den Kopf gemacht, beziehungsweise in die Alufolie. Und jetzt wollen wir doch einfach mal genüsslich dran ziehen. So, ja, wir haben wie gesagt Nordlights von Blue Horse hier drin. Ein sehr, sehr geiler Tabak, wie ich finde. Das war im Übrigen mein erster Tabak, den ich mir im Shisha-Store in Kassel gekauft habe. Und bisher ist es mein Lieblingstabak, also im Augenblick mein Lieblingstabak. Weil jedes Mal, wenn ich, sage ich mal, da unten war, habe ich mir bisher eine Dose gekauft. Außer beim letzten Mal, da hat es nicht funktioniert, weil da hatten sie ihn leider nicht mehr da. Er schmeckt sehr, sehr lecker. Dieser Tabak schmeckt nach Zitrone, Orange, Zitrusfrüchten. So steht es auch im Internet drin. Das schmeckt man auch deutlich raus. Die Zitrone, eine richtig saftige Zitrone und eine richtig geile, schmeckende Orange. Auf jeden Fall. Und halt so Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr die 5-Liter-Getränke kennt. Da gibt es ein Getränk, das heißt Exotik. Und das kann man vom Geruch bzw. Geschmack etwas vergleichen. Jetzt nicht so wie schmeckt. Schmeckt auf jeden Fall besser wie das Getränk, aber sehr, sehr lecker. Und nicht wundern, das Video wird auch nicht so lang dieses Mal, weil ich habe gemerkt, das erste Video, 13 Minuten, war noch in Ordnung. Das zweite Video mit 18 Minuten war schon ganz schön lang, muss ich sagen. Und deswegen haben wir heute auch schon das Anrauchen übernommen. Und ja, wir ziehen jetzt einfach noch mal ein paar Mal richtig schön kräftig und mal schauen, was hierbei rumkommt, ne? Raucht auf jeden Fall besser wie gestern und vorgestern bei den Videos und ja. Sehr lecker. Ja, bisher ist das wie gesagt mein Favorite Tabak. Ich habe bisher noch nichts Besseres geraucht wie den. Das ist wie mit den anderen Tabaks von Blue Horse. Der verträgt natürlich auch ungemein viel Hitze. Deswegen habe ich auch einfach mal die Atomlochung gemacht. Eigentlich wollte ich noch in die Bowl was reintun. Sprich Cola oder so. Aber die Sache ist, was bringt das? Wenn ich anrauche, ist es ja dann im Endeffekt schon wieder weg. Aber da wird es vielleicht noch mal ein paar andere Videos dann später zu geben. Mal sehen. Weiß ich noch nicht. Ist auf jeden Fall ein sehr geiler Tabak. Lässt sich sehr entspannt rauchen, drückt nicht, kratzt nicht, heilt halt, wie gesagt, unheimlich viel Hitze aus. Und ja, echt, wie gesagt, ein Favorite-Tabak, sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Wie im letzten Video schon gesagt, wenn ihr aus der Nähe von Kassel kommt und braucht dringend einen Shisha-Laden, wo ihr Tabak, Zubehör, etc. Kaufen möchtet, dann geht in den Shisha-Store an der Freiheit 4 und ja, genau, das ist ein echt sehr geiler Laden, da werdet ihr sehr gut beraten. Gibt es eigentlich so gut wie alles an Tabak. Kohlen haben die auch immer ganz gut da, alles. 3 Kilo, 1 Kilo, sämtliches Zubehör und so weiter.
So, ich hoffe auch, dass das Video jetzt vom Licht her auf jeden Fall besser ist, weil ich habe eine andere Lichtquelle, wie ihr wahrscheinlich seht, weil gestern bei dem Video hat man das Licht nicht richtig gesehen, also beziehungsweise hat man bestimmte Sachen im Video nicht erkannt. Heute, denke ich mal, sollte man erkennen, dass das Sofa nicht schwarz, sondern blau ist. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr leckerer Tabak, kann ich nur weiterempfehlen, könnt ihr gerne kaufen. Ich sage es jetzt nochmal vorweg, nicht, dass irgendwann hier auf dem Kanal hier, sage ich mal, Diskussionen stehen. Das Shisha-Rauchen an sich ist erst ab 18 Jahren, beziehungsweise mit Tabak. Man kann natürlich auch sowas wie Steine rauchen. Die gibt es dann schon unter 18 Jahren, beziehungsweise ist es dann eher Dampfen wie Rauchen. Ich halte persönlich von Steinen nicht so viel, habe das selber ausprobiert, kann ich auch gerne mal ein Video von machen, wenn ihr das wünscht. Könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben, dann rauche ich mal Steine oder so. Aber ich bin jetzt nicht so der Freund davon, man sieht ja auch im Hintergrund, ich habe da oben welche stehen, ich weiß nicht, ob man sie sieht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein sehr leckerer Tabak und wie gesagt, wenn ihr was mit Steinen sehen wollt, dann könnte ich das gerne auch machen. Das wird wahrscheinlich auch das vorerst letzte Shisha-Video, sage ich mal, für diese Woche werden. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal diese Woche eins aufnehme. Einfach aus dem tollen, kühlen Grund, dass ich auch mal gaming-mäßig was machen möchte für die Gaming-Leute unter euch, die Bock drauf haben. Morgen wird es auf jeden Fall, denke ich mal, ein COD-Let's Play geben. Was genau, weiß ich noch nicht. Ich kann euch ja mal vorschlagen, was ich habe. Also ich werde es wahrscheinlich dann einblenden, wenn ich schneide das Video. Ich habe Call of Duty Modern Warfare 1, sprich COD 4. Ich habe Call of Duty Modern Warfare 2, sprich COD 6. Ich habe Call of Duty Modern Warfare 3, sprich COD 7. Ich glaube COD 7 ist das. Ne, gar nicht, COD 7 ist Black Ops 1, aber das habe ich auch. Call of Duty Black Ops 1 habe ich, Call of Duty Black Ops 2 habe ich. Call of Duty Ghosts habe ich, aber bei Ghosts weiß ich nicht, ob es sich aufnehmen lässt. Und also ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt für ein COD. Einfach mit dem Hashtag MW2, MW3, BO1, BO2, MW1, COD4 oder keine Ahnung, wie gesagt Ghosts. Das kann ich aber nicht versprechen mit Ghosts, weil da weiß ich nicht, ob es sich aufnehmen lässt vernünftig, wegen... Einige werden es von euch selber wissen, dass Ghost nicht so gut programmiert wurde oder auf manchen Grafikkarten ein bisschen rumspackt. Und bei mir ist das halt auch der Fall. Und deswegen kann ich es nicht versprechen mit Ghost. So. Raucht wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie scheiße, kann man sagen. Also ordentlich dick fett, schöne, dicke, fette Rauchschwaden, so muss das sein beim Shisha-Rauchen. Boah, jetzt muss ich ja mal aufstoßen. Nicht so lecker. Naja, was soll's. Ich hoffe auch, dass man mich relativ gut erkennt. Eigentlich sollte man das, weil ich habe das Setting so eingestellt, dass man das ganze Sofa eigentlich sieht. Das heißt, man sollte mich sehen. Wir rauchen wieder mit dem Almani Aluminium-Mundstück, falls es da Fragen gibt. Normaler Silikonschlauch ist dran, wie gesagt, Tonkopf. Ringe gehen im Vergleich zu gestern auch voll fit, auch wenn es jetzt, sage ich mal, nur kleine Ringe sind und nicht große, weil irgendwie komme ich mit den großen noch nicht so richtig zurecht. Da ich auch, wie gesagt, noch, sage ich mal, ein Anfänger bin mit ein bisschen Wissen. Bisschen mehr Wissen mittlerweile. Und ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich fange jetzt erst mit den Shisha-Videos an und nicht schon etwas früher, weil, ich wollte nicht als blutiger Anfänger anfangen mit China Heads, wie ich da oben stehen habe. Also sprich mit den Standardköpfen, die zu der Pfeife, sage ich mal, gehören. Ich wollte schon so ein bisschen vernünftigeres Equipment haben. Und wie gesagt, sehr leckerer Tabak. Blue Horse, Nordlights, kann ich euch nur weiterempfehlen. Auch wenn ich jetzt viel M gesagt habe, sorry dafür. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn ich jetzt bisher noch nicht viel geraucht habe. Ich werde jetzt noch ein bisschen rauchen, vielleicht lege ich dann Musik drunter. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen positiven Daumen nach oben da lassen würdet. Oder gerne auch ein kostenloses Abo. Das Abonnieren auf meinem Kanal ist wie immer kostenlos. Und ich wünsche euch noch einen zubastischen Tag. Macht nicht so viel Unfug auf YouTube.
Und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder irgendwas mache. Also wenn ich, weiß ich nicht, zocke morgen oder wer weiß, was für ein Video kommt. Ich denke mal, kein Shisha-Video erstmal, weil ich habe jetzt 3 Shisha-Videos in Folge gemacht und dann sollte jetzt auch mal Gaming wiederkommen und genau. So, jetzt halte ich einfach mal meine Fresse, werde vielleicht noch so 1 bis 2 Minuten rauchen, wo ich jetzt einfach nichts sage, dann mache ich ein bisschen Musik drunter, könnt ihr ja gerne genießen. Und ja, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.